trinkst du heute? Mein Coach hat Wasser geholt, wie du siehst. Wasser? In dieser Abteilung? Ich habe Hennessy gehört und so. Alles falsch gehört. Du bist in der Ecke? Ich bin in der Ecke. Wie viel Trainererfahrung hast du? 5 Kämpfe. Bruder, hast du meine Kamera weggepackt? Nein? Bruder, die will keiner, glaub mir. Weißt, was redest du, Mann? Was will der von mir, Mann? Ich habe einen Kampf, Bruder, um 10 Uhr. Und was kaufst du jetzt? Ich kaufe Früchte. Sei ehrlich, was kaufst du jetzt? Sag, was du kaufst. Die schlagen sich. Trainer Misch, was ist Taibs Strategie? Taib geht in den ersten paar Minuten im Stand-up. Wir trainieren ein bisschen verprügeln. Falls die Kondition schwächelt, gehen wir auf den Boden. Diese Kamera mal lassen. Ja, entweder ich nehme auf oder ich nehme gar nichts auf. Gar nichts auf. Ich nehme alles auf. Die Realität, Mann. Was willst du? Was ist das? Sie, Bruder, dass ich, wenn ich meinen Gegner dann schlafen schicke, mich selber schlafen schicke. NBA Edition. Habt ihr trainiert überhaupt? Ja, klar. Wie oft? So oft wie ich Chips esse. Warst du mal in der Ecke Trainer? Mhm. Wo? Auf der Straße oder im Ring? Im Ring. Bei wem? Wie heißt der? Super Mario? Kennst du diesen Capoeira-Typ von Tekken? Eddie. Eddie Kudo, genau. Mischo, das nicht fortet, Mann. Das harte Realität, Mann. Er wird heute gesmashed, Bruder. Auf Straßen-Style. Ich gebe ihm Quote 70-30. Der andere kann auf einmal kommen mit einem Punch. Überraschend, weißt du? Hast du gesehen mal irgendwas von ihm? Nur Bilder. Ich weiß nur, er hat 2 Niederlagen. Wir geben jedem eine faire Chance, weißt du? Wir hoffen auf ein gutes, good fight. Type, wenn du verlierst, ist auf Rack. Und weiter? Es ist auf Rack, wenn du verlierst. Ich bin hier sicher nicht umsonst gekommen, Mann. Ich weiß nicht, ob du gekommen bist, oder du kannst auch wieder gehen. Mann. Ich will Klicks auf deinen Nacken, Mann. Deine Klicks. Deine muss zahlen, wenn ich da hast. Ich zahl schon, ich mach's sofort. Wie im Training sein, wie ich dir alles erklärt. Rami, wie alt bist du? Ich steh nicht, nein. Wie lange hast du gewartet auf diesen Moment? Wir sind gerade in der Halle angekommen. Was ist dein Feeling? Kannst du machen, würde ich dir sagen. Bist du nervös? 1 bis 10 Nervositätsgrad. Gar nicht, oder gar nicht, null. Also, was ist deine Taktik? Ich habe keine Taktik, Bruder. Ich gehe rein, ich schlage mich vor, ich gehe wieder raus. Was mit deinen Jiu-Jitsu-Künsten? Werden wir die heute sehen? Vielleicht. Andere mal sehen, wie viel er aushält. Du sagst K.O. Standard. Erste Runde K.O. oder zweite Runde Submission. Einen anderen Plan haben wir nicht. Das ist Plan A, Plan B. Sonst ist alles Freestyle. Schwinger-Type, Schwinger auf die Schläfe. Wir werden sehen, Bruder. Ich werde mal sehen, wie er kämpft. Wenn man sehen, wie er im Stand-Up ist. Und wenn ich ihn im Stand-Up nicht schlagen kann, dann gibt es immer Grappling. Wir werden gucken, Bruder, was wir machen. Wir werden sehen, Bruder. Die Vorbereitungen waren auf jeden Fall sehr intensiv. Wir sind öfters im Volksgarten gewesen und da haben wir gleich unsere Taktiken ausprobiert. Also ich war der Head Coach, ich habe da zugeschrien, den Teil im Volksgarten, und wir haben da schon eine Trainingseinheit gewonnen. Wir werden heute den Kampf gewinnen. Normalerweise würde ich hier auf meinem Laptop aus Geld verdienen, aber der Laptop ist nicht da und das ist nicht normalerweise, denn wir sind hier bei Tosin Fighter. Kämpft er heute? Ja, der kämpft heute. Ist das nicht? Ja, dann gewinnt er, ich stehe zu ihm. Hast du den Gegner gesehen? Nein. So ein Bosnier. Er gewinnt trotzdem. Ich habe mich vorhin geschnitten, also war schon. Also Karim wird fix gewinnen, El Saif, Turpal und Mans wird gewinnen und Taib wird gewinnen. Alle. Kann man setzen irgendwo bei dir? Na, Bruder, ich spiele selbst beim Bruder. Ich halte keine Wetten. Wie heißt du? Sascha, mein Porter. Für den Max und für den Philipp. Freunde von dir? Richtig, ja. Und Trainingskollegen, die kommen aus Weiz und ja, die kämpfen heute. Ja, natürlich, ich bin noch aktiv. Ich werde wahrscheinlich im Dezember kämpfen wieder, wahrscheinlich, damit ich mich auch ein bisschen verletzt habe. Ich war, die Pizze sind ja auch abgerissen. Hoppala. Und jetzt geht es wieder alles und natürlich im Dezember werde ich wieder starten und da werde ich wahrscheinlich kämpfen. Wahrscheinlich in Wien auf der Vendetta beim Bülent. Und also sehen wir dich bald wieder in Action. Auf jeden Fall, ne? Dann danke dir für die Worte. Hast du einen Katerl und so? Du kennst Taib nicht? Ich kenne Taib schon. Er hat mir irgendwann erzählt, wer er kämpft. Ich habe ganz vergessen, was heute ist. Hast du den Gegner gesehen? Nein, er hat mir nur gesagt, gegen einen Typ mit 4 Kämpfen. Und das kann ich sagen. Ich weiß, Taib hat, glaube ich, viel Herz. Deswegen, er macht das mit Herz. Und Mansur? Mansur sowieso. Das wissen wir schon, ne? Mansur sowieso. Mansur, Triton. Mansur ist immer schön zum Zuschauen. Ich sehe ihn erst mal live. Wirklich? Ja. Mansur, das Krasse ist, egal gegen wen er boxt, die Schläge sind so laut, das hört sich immer so krass an in der ganzen Halle. Mir fällt nichts mehr ein, Freunde. Ja, jawohl! Was geht? Alles gut. Wie ist die Stimmung? Ja, super. Nervös? Geht. Wie viel der Kampf ist das? Ja, 70. Wir haben mehrere Taktiken und wir schauen mal, was funktioniert. Was sagst du zu Taibs Kampf?
Daher, ich bin gespannt. Ich schau mal, er ist nicht so groß. Daher ist die Größe. Ja. Daher kann, ein paar Knie vielleicht. Wer ist dein Gegner? Von wo kommt der? Aus der Schweiz. Guten Kampf, Bruder. Immer selber Frage. Erste Runde? Erste Runde wird schwer. Alles schwer. Keins ist ein bisschen schwieriger, aber Boxen wäre so. Wie? Jetzt darf ich erst recht nicht verlieren. Hast du wie gegessen gerade? Zwei Gurken, Bruder. Bruder, mein Mann schreit. Bruder, ich sag, ich habe heute, wisst ihr, was ich gegessen habe? Salat, Bruder, mit Hühnerfleisch. Keine Ahnung, warum er das macht. Er tritt sich heute gegen eine Thai-Boxer an. Wo ist Thai? Er hat 5 Kilo abgenommen. Er ist irgendwo. Weil er zittert zu viel. Er hat einen lockeren Gegner, deswegen freut er sich. Sonst würde er gar nicht lachen. Also auf jeden Fall, ich komme dann. Das Beste kommt zum Schluss, Bruder. Weißt, oh, Champ, what's up? Hast du schon neuen Gegner herausgefordert? Jemand hat mich herausgefordert. Es ist ein Albaner. Albaner? Hast du angenommen? Natürlich. Nächste Golden Boy Show? Nächste Golden Boy Show. Ich bin Tschetschenien. Wann sehen wir diesen Kampf? Oktober. Oktober? Timeline, bereit? Ja, bereit, mehr als bereit. Lang vorbereitet. Jetzt ist der Tag, wo wir reinhauen müssen. Ja. Jetzt ist der Tag. Jetzt ist der Tag, wo wir ein bisschen Boxen gelernt. Was drehst du, Farida, auf Vlogs? Bruder, ich werde kämpfen wie ein Mann, Leute. Das ist zieh sie mit oben drüber. Ja, sehr gut. Ich glaube, das wird blutig bei dir. Ja, muss. Ich habe ein bisschen tauchen in Spanien. Ja. Was sagen wir zu Tingle Tangle Tay? Komm, was sagst du? Jetzt kommt deine. Er sagte mein Statement. Er war geschockt. Er war geschockt. Ich bin noch immer. Was ich kämpfe. Hast du Gegner gesehen? Nein. Ist auch so sportlich wie dein? Ja, ich glaube sportlicher. Nur wenn ich so fett bin, glaube ich, kann ich. Nein, Bruder, ich hoffe nur, dass konditionell sich das alles ausgeht, dann, so Gott will, gewinnst du Teil. Ja, Heavyweight haben wir alle Bock. Teil? Ja. Also. Freundschaftlich gesehen, ich mag ihn sehr, er ist ein sehr guter Kerl. Sportlich gesehen, ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Tai noch nie in Action gesehen. Heiße Blut, seine Augen sind feurig. Ich glaube, er wird das machen. Jetzt kannst du nur gewinnen. Nach dieser Ansprache. Nervosität steigt nicht. Ich bin gelassen, ich bin cool, ich freue mich auf den Kampf. Ich will nur eine ehrliche Berichterstattung, das ist alles. Ja, okay. Ich gebe dir auch ganz ehrliche Berichterstattung. Ich wärme mich dann später schön auf. Wer ist Coach? Mich. Straßencoaching, ha? Oder wenn einer weiß, was ich kämpfe, alle Strafe habe, dann ist es mich schon. Wenn die eine oder andere Straßenboxer miterlebt. Nicht ich? Ja, du bist doch unerfahren. Mischu mehr als ich? Mischu mehr als du. Wo war Mischu die letzten 10 Jahre? Mischu. Wo war Mischu in Schönbrunnerbad? Wo war Mischu in Lutz Club? Wo war Mischu in Club Couture? Schönbrunnerbad war was? Wegen dir. Wegen mir? Wegen dir war es. Ich habe keinen Akku mehr. Pavel, wie viele Tattoos hast du? Die Kommentare explodieren. Jeder will es wissen. Zählt das als 1 oder als 20? Wahrscheinlich zählt das als 1. Welches Shampoo verwendest du? Head & Shoulders. Wirklich? Das soll nur schlecht sein. Dasselbe, was ich für die Haare verwende, verwende ich auch für die Eier. Piep! Pavel, wo ist neues Gym? Seestadt. Ich halte alles im Geheimen, aber bald wird die Bombe geschmissen. Taib und Party! Dieser beide zittern. Ich zitter nicht. Ah. As the competition, but if you go against me, you the opposition. But if you want to look like you could close the distance, I'ma give an A forever since you're so persistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you did this to yourself, that's a bad decision. I don't see no one in front of me, you is a ghost, you ain't got a soul. Whoa, always say that they gon' come for me, knowing they won't, they doing the most. Whoa, chasing my, gotta get already, not selling my. Keep.
halten, ey! Nicht halten! Welche Tour? Wo? Welche Tour? Wo? Stopp! Nicht halten! Nicht halten! Super, super! Schubert, Schubert! Schubert, welche? Nicht halten, ey! Nicht halten, was ist mit dem? Was am Terminal? Ein Verband, Schmied, Mann! Schubert, wo? Nicht halten! Welche Tour, Bruder? Ah ja, klar, wo? Amalie, jetzt du, rennst du! Das war kein Tiefschlag. Was ist das? Steh auf, was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich hol vielleicht schon die zweite inshallah. Er holt die zweite. Ich hol die dritte inshallah und Mansur macht das vierer Mann. Für das, dass er gekämpft hat, gut. Bist du zufrieden? Ja, aber ich war sehr aufgeregt. Du hast fast seinen Bruder geschlagen, oder? Ja, stink nicht! Ich bin nicht zufrieden. Nicht? Warum? Weil ich nicht die Kameras gratis habe. Ich habe es nicht so offen kämpfen können wegen. Weil da Kicks reinkamen und so. Und, was sagst du zur Passleistung? Ja, man hat gleich gesehen, der Gegner wollte mit Kicks sich den Vorteil holen. Aber dann hat er ein paar gefressen und dann macht man bei. Macht Anspruch, haben sie gesagt. Macht Spaß, haben sie gesagt. Bist du nervös, Mansur? 18. bin ich auch dran, aber 18. Profikampf. Kommt weg, die Donnerzentrum, kommt alle vorbei. Kummer gibt's auch noch einen. Was gibt's gratis? Nichts. Gar nichts. Die Schweizer sind in Wien. Ich komme zurück. Kommst du zurück? Wirklich? Locker, locker. Ja, locker sein, schnell sein. Lass dich nicht von diesem Chaos. Ja. Jawohl, und immer raus. Perfekt, Ami. So, schnell wie du machst. Raus. Jawohl, sehr gut. Lass dich nicht treffen. Ja, genau. Genau, und dann eine zweite Hand dazu. Ja, ja, gut, gut. Ja, Arbeit, Arbeit. Passt, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Bring ihn runter, bring ihn runter. Bravo. Bravo, Tabila. Bring ihn runter. Häng dich ran, häng dich ran. Oha, oha. Da ist nichts, da ist nichts. Darf er das? Ja, bravo, jetzt. Greif um zum Double, greif um zum Double. Zieh sie mit oben drüber. Ja, aufpassen. Ja, schön. Geh raus aus der Ecke. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm, komm, komm. Beide Beine, komm. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch! Ja, gut, gut. Komm, Tamilan. Ja! Bravo! Ja! Genau! Ja! Ja! Komm, jetzt geh nach links, geh weiter nach links! Ja! Let's go, Karim! Karim! Ja! Jawohl, let's go! Break! Let's go, Taib! Yalla, Taib! Yalla, Taib! Hey, in der Aufwand! Nicht überstürzen! Dripping, dripping, Taib! Ja! Ja! Hey, bald die Trolle! Ja! Ewa! Bleib dran! Jetzt arbeite! Ja! 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 Ja!
Dreh dich um! Deck und drück dich mit deinem Ellbogen rauf und gib mit rechter rein! Erhol dich! Alles gut! Arbeite nicht um Füße, Fäuste! Halt den vom Kopf fest, lass dich! Was war das? What's up? Wasser. Knock out die rote Ringecke, die Hölle! Besuche auch einen sportlichen Fernapplaus für seinen Gegner, Tayyip Huma. Hast du gut gemacht. Wie ein Mann! Bravo, sehr gut. Ach, Vaseline ist in Auge gegangen, oder? Lass ihn seinen Moment, Bruder. Lass ihn seinen Moment kriegen. Bleib geschlossen, reiß nicht zu viel ab. Das nächste Mal will ich um 20 Uhr fertig sein. Bitte. Mach das ordentlich nächstes Mal. Leute, danke. Alle, die für mich da waren. Es kommt von alleine, diese Call. Ich nütze es einfach aus, die Möglichkeit, wenn es da ist. Warum nicht? Ich gehe nicht auf Risiko rum. Es kann immer was kommen, Card kommen, irgendwas. Deswegen bitte. Es ist so wichtig. Danke an meine Sponsoren, aber an mein Team, Isa, Sali, alle meine Freunde. Es reden nur viele, ich habe den schlechten Gegner, der ist das. Ich bin offen, bitte, ich bin für jeden offen, ich tue jeden annehmen. Ich bin offen, schreibt es mir, ruft mich an, ich bin bereit, mit jedem zu boxen. Egal. Moja zadnja borba 2013. I nisam nikako više trenirao. I don't train anymore since 2013.
this my boy. Yeah. He should you fight. You coach him? Yeah, I coach him. Yeah. And I hear Suchan, yes. And Karim asked me, okay, why not? That's it. Thank you, bro. Thank you, stay strong. Thank you, bro. God bless you. Last words. He's good. You're my friend. Gut. Bleib letzte Worte, 1% Akku. Danke für alles, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.